jetzt hinter diesem Gebiss nochmal herrennen. Vielleicht geht es dann auch diesmal runter. Jawohl! Oh mein Gott, was eine Tortur, ey. Na? Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch zu gut. Aber da draußen ist, fährt gerade die ganze Zeit hier Dings, ne? Feuerwehr, also. Es klebt wirklich am Boden fest. Zaubertinte? Zu langweilig. Das ist faktisch erstmal irgendwie lösen oder sowas. Oder den Hamster nehmen? Nein. Dann halt nicht. Ach nein, da will ich ja gar nicht lang. Ich will ja hier runter und ihm den Kaffee anbieten. Entkoffinierter. Mit Becher. Mmh. Danke. Das brauchte ich jetzt. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Gottes Willen, was macht er jetzt? Oh oh. Vertrag. Nein. Ich krieg den Vertrag nicht. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Vielleicht muss ich ihm dann einfach jetzt so. Wie soll ich das in ihn reinkriegen? Das muss der Vertrag von Dr. Fred sein. Müssen wir ihn irgendwie dann. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Aber wie kriegen wir denn jetzt weg? Besser nicht. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Da ist ein Vertrag drin. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Aber wie kriegen wir denn. Müssen wir jetzt so oder was? Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch zu gut. Besser nicht. Aber wie wecken wir ihn denn jetzt wieder auf? Vielleicht durch die Musik. Könnte funktionieren. Na komm schon. Dann ist bloß die Frage, ich glaube hier drin war er. Damit kann ich das Video nicht benutzen. Wow, das ist laut. Probieren wir es aus, vielleicht wird er davon wach. Oh Gott! Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Besser nicht. Ach komm. Boah.
glaube, wir machen erstmal nochmal die Musik aus. Hui! Wie können wir ihn denn ablenken? Also wieder faktisch noch wachrütteln sogar. Vielleicht mit der Klingel? Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch zu gut. Also er steht jetzt schon faktisch da, aber... Können wir vielleicht hier raus? Huch! Ein Briefkasten. Er ist leer. Machen wir wieder zu. Was? Ein toter Cousin Ted? Ich glaube, ich brauche mehr Hebelwirkung. Vogelbad. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Können wir da den Kaffee oder irgendwie den Wein reinlernen? Das wäre auch lustig. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Dann nimm mal den entkoffeinierten. Nein, nicht mit ihm. Koffeinfreier hilft dir nicht. Koffeinfreier hilft dir nicht. Wein? Besser nicht. Gut, dann halt nicht. Parkplatz. Huch. Wash me. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Ja gut, Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Mist. Vielleicht dieser. Es muss einer von denen sein. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Da sind wir also in dieser besagten Anfangs-Area. Erinnert mich an das letzte Mal, als ich die Grippe hatte. Bah! Stark, keine Chance. Stark, keine Chance. Plastikkotze? Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Und was sagst du über Matsch? Sieht aus wie pürierter Hufeisendreck. Bah! Ich kann nicht riskieren, das anzufassen. Mama sagt, ich habe die Hände eines Pianisten. Ja, okay. Kofferraum. Leer. Das klemmt, er hat es kaputt gemacht. Und was sagst du über das Auto, lieber Bernard? Es ist abgeschlossen. Es ist wirklich dreckig. Da steht Wasch mich im Staub. Manche Leute glauben, wenn man sein Auto wäscht, regnet es. Das ist wohl wahr. Ja, aber ich glaube, mit dieser Brechstange können wir jetzt endlich diesen blöden Kaugummi da aufheben. Oder? Mit Türen? Nein, mit dem Groschen. Jawohl! Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Da können wir jetzt nicht irgendwie das... Ich könnte mich selbst schneiden. Das wäre ziemlich blöd, dazu sind die Zähne noch zu gut. Das geht nicht. Vielleicht können wir oben... Bei dem Typ, wo der noch schläft, können wir vielleicht... Tentakel hilft Smaragd zurück. Bürgermeister gratuliert Popoheld. Was? What
geht denn jetzt ab? Ich glaube, der war hier drin. Oh. Nein. Mein Gott, was ist denn das die ganze Zeit? Backt da gerade der Sound? Oder? Nein, da war er. Ach Mann, das ist so verwirrend. Warum backt jetzt gerade wirklich die Musik oder was? Ah, ich drehe durch. Boah. Ja, komm, lass mich da rein. Ich glaube, da backt gerade wirklich die... Wartet mal. Ey, das geht mir gerade sowas von auf den Keks. Warum ist denn Steuerung, Einstellungen, Lautstärke, Musiklautstärke? Also sorry, aber was ist das? Die ganze Zeit. Ja, mal voll nervig. So. Er pennt einfach weiter und wir können den Pulli nehmen. Bäh, tropfnass. Kleptomanie. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Sorry, dass die Musik jetzt aus ist, aber das ist echt nervig. Also. Gehen wir da noch kurz rein? Besser nicht. Besser nicht. Hey, wie besser nicht? Na dann vielleicht kaum. Besser nicht. Aber wie kriegen wir denn das hin? Das ist ein Wahnsinn. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Okay. Textbuch. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Reden wir nochmal ganz kurz mit dem Scherzartikeltypen. Oder, ich habe eine Idee. Den Kaumi vielleicht damit. Besser nicht. Wie? Ja gut, dann halt nicht. Da lass es halt bleiben, nicht? Oh. Zigarrenverkäufer. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Wo sind denn nun alle? Die richtig große Sause war gestern Abend. Ich denke, die anderen schlafen sich aus. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Wow. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Irgendwie. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Pedro? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charlie Parker. Noch eine Zigarre? Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Mach's dir bequem. Ja, da rückt's also ums Verrecken nicht raus. Das ist halt so, gell. Ah, diese Point-and-Click-Adventures sind echt nicht immer einfach. Ich trau mich auch gar nicht wieder die Musik anzumachen, weil ich hab so das Gefühl. Oder ich mach's jetzt einfach wieder. Oh. Aber mal halt ein bisschen leiser. Jetzt ist halt einfach gar keine Musik noch da, obwohl ich es angeschaltet habe. Okay. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Sie ist jetzt wieder an. Hä? Boah, und da ist die ganze Zeit die... So nervig. Alter Vater. Ist das echt ein Soundbug oder ist es mit Absicht so gemacht?
Boah. Das ist ein Soundbug. Das tut mir leid. Dann machen wir jetzt aber hier leider Gottes dann eben die Musik komplett aus. Aber ey, das geht mal gar nicht. So. Dann machen wir mal ganz kurz hier gucken. So. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was wir noch so brauchen können. Gehen wir mal ganz kurz zu ihm, was er denn hier alles hat. Von was uns weiterbringen könnte? Ein Pulli. Das würde nicht reinpassen. Das wäre natürlich optimal für den Typ gewesen, der halt so friert, ne? Können wir den da irgendwie? Ich weiß zwar jetzt nicht, was es bringt, aber vielleicht haben wir da irgendwie eine Möglichkeit, was damit anzufangen. So. Usos Stimme im Kasten. Aber was wir da jetzt machen, ist mir jetzt auch gerade so ein bisschen... Es ist schwierig. Es ist verdammt schwierig. Vielleicht können wir ihm das anbieten, dass es... Ich will nicht. Natürlich. Okay, meine Damen und Herren, das war's dann für diese Aufnahmesession. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.